Willkommen bei Extra 3 Extra. Berlin. Die Spionageaffäre um die deutschen Geheimdienste zieht immer größere Kreise. Wie jetzt bekannt wurde, sind auch die Minister Verhandlungen keinesfalls, vielleicht und, könnten. Oder der Abschluss, Skandal. Aber das bleibt abzuwarten. Sag mal, Regie, das ist nicht euer Ernst hier, oder? Doch, der Rest ist geheim. Mach einfach mit der nächsten Nachricht weiter. Uns ist jetzt direkt aus Berlin Franz Bremer aus dem BND-Untersuchungsausschuss zugeschaltet. Herr Bremer, Sie haben neue brisante Erkenntnisse für uns. Ja, Kerstin, das stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Allerdings darf ich nicht sagen, worum es genau geht. Es ist alles geheim. Vielen Dank für diese Informationen. Wie, was? Informationen? Von mir hat sie keine Informationen. Die spinnt doch. Berlin. Verteidigungsministerin von der Leyen zeigte sich sehr überrascht von der Affäre um den MAD und den Pannenwaffenhersteller Heckler und Koch. Von der Leyen wörtlich: Ich dachte immer, es heißt MAD und es ist eine amerikanische Witzezeitschrift. Warum sagt mir das denn keiner? Völlig überraschend musste das Bauernopfer im Verteidigungsministerium seinen Hut nehmen. Karl Fischer vom Verband der Bauernopfer zeigte sich zutiefst empört. Ja, das ist immer die gleiche Scheiße. Berlin. Kanzlerin Merkel stellt einen 5-Punkte-Plan zur Vermeidung erneuter Spionagepannen vor. Der MAD wird ab sofort vom Verfassungsschutz überwacht. Der Verfassungsschutz wird jetzt von der Freiwilligen Feuerwehr Finkenwerder überwacht. Und die Freiwillige Feuerwehr Finkenwerder wird vom Skatclub Eimsbüttel überwacht. Und der Skatclub Eimsbüttel wird natürlich vom BND überwacht. Auf die Frage, wer den BND überwacht, antwortete das Kanzleramt: Wir wissen nichts von einem BND. Das war Extra 3 Extra. Guten Abend.